Gut, dann verziehen wir uns aus der Hölle. Und es geht weiter gen Süden. In dem Lager dort vorne halten sich Kepplings vorm auf Pathfinder. Willst du mich verarschen? Die habe ich doch schon ausgelöscht. Nö, ihr könnt mich mal. Diese Kette sind aber schon ein bisschen aggro, muss man mal so feststellen, wa? Die Stromleitungen gehen rauf, aber wir müssen einen anderen Weg finden. Bis auf den Berg schaffen wir es nicht. Sag bloß. Okay. Ganz wenig überraschend führt das Ganze natürlich in das Hauptlager und ich wollte eigentlich nach Osten weg, fällt mir gerade so auf. Ich wollte doch eigentlich zu diesem Aufklärungsposten und ich sehe gerade hier unten gibt es noch einen weiteren. Wir werden so früh nicht fertig. Fürchte ich. Ja, die Kettbasis, ja okay. Mineralien klopfen von mir aus. Gut, wir müssen mal herumdrehen. Ich glaube, das war's. Wir haben niemanden getötet. Also, wenn es das gewesen ist, dann einfach bloß, weil wir weggefahren sind. Okay, wir schauen mal, ob wir vielleicht jetzt im Vorbeifahren... Oh Gott, die Kiste schläft ja gleich ein. Ob wir im Vorbeifahren jetzt gleich die Mineralien hier mitfinden, die wir mit abarbeiten müssen. Wenn nicht, dann verzichte ich drauf. Ist auch okay. Denn mein eigentliches Ziel liegt weiter im Osten. Hier drüben gibt es ja sogar eine Straße, Mensch. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Ich habe jetzt wieder mal eine Weile abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, nach einem langen Arbeitstag, V-Rally gespielt. V-Rally 3. Das war ein PlayStation-Spiel von 2002 oder so. Ich fahre gerade falsch, stelle ich fest. Ich will doch eigentlich weiter nach Süden. Oh shit, ich glaube, ich kann gar nicht hier. Hier ist doch eine... Oh nein. Na, wir schauen mal, ob wir hier vielleicht durchkommen. Am Berg vorbei. Ne, das ist ein Spiel von, ich glaube, 2002 oder so. Ein PlayStation-Spiel. Ein Rally-Spiel. Wenig überraschend, wenn es Wii Rally heißt. Und da gibt es auch eigentlich nur eine begrenzte Anzahl an Ländern, in denen man fahren kann. Eins davon ist Schweden. Und da sehen die Rallye-Strecken genauso aus, wie gerade diese einge... Was bist du denn? Wer bist du? Was war das denn? Hallo? Kann man dir helfen? What the fuck? Ach, das ist aus diesem... Aus diesem Schmugglerlager, kann das sein? Das ist die Olle mit der Karte. Was haben wir denn hier drüben? Ach, das ist das Kettlager, bei dem ich vorhin verreckt bin, oder? Bei dem ich so schändlichst verendet bin. Ich glaube, das lasse ich aber. Es scheint auch gar nicht weiter bewohnt zu sein. Ich will eigentlich hier irgendwie nach Süden durchdringen. Ich fürchte bloß, wir werden es nicht schaffen. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht doch Erfolg haben. Ich habe nicht so wirklich Lust, diesen großen Schildwald zu umfahren. Dann müssen wir so weit nach Westen wieder. Sieht aber ganz gut aus gerade. Okay. Ich glaube, das ist erfolgreich. Kurzer Blick auf die Karte, damit wir uns hier nicht verirren. Ja, wir sind gut dabei. Der Weg passt. Ja, da wird es doch auch schon angezeigt. Und da drüben in Sichtweite ist die Cat-Basis. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. So, da haben wir den nächsten Aufklärungsposten. Das wird uns wahrscheinlich auch wieder neue Abbauzonen zur Verfügung stellen. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Path. Natürlich. So, wir werfen mal einen kurzen Blick hier auf die Karte. Ansonsten zeigt es aber nichts Neues an, glaube ich. Nö. Wir fahren mal nach Süden weiter, oder? Ich meine, hier werden wir jetzt nicht reinkommen. Das heißt, wir arbeiten erstmal den Süden ab. Da ist es auch noch ein Monolith, den wir dann... Steine klopfen, medizinisches Lager. Okay, die Kettbasis ist auch gar nicht hier. Die ist noch weiter im Süden. Okay, wir arbeiten uns weiter hier im Osten vorwärts zum nächsten Abwurfpunkt für die Drohnen. Da können wir ja auch schon einiges an Lebensfähigkeit... Ja, ja. Da können wir auch schon einiges an Lebensfähigkeit wiederherstellen. Oh, sieh mal an.
Ein Parkett. Mein Lager aufgeschlagen. Ich umfahre es jetzt mal. Wir müssen ja nicht wirklich jedes Lager mitnehmen. Das muss ja auch nicht sein. Bringt uns letztendlich auch nichts. Außer verschossener Munition. Hopsa. Oh, das sieht schon interessanter aus. Was haben wir denn da? Gibt's denn hier was? Ein interessanter Ort. Danke für die Info. Toll. Wird aber am Ende wahrscheinlich auch wieder einfach nur ein Lager mit Vorräten sein. Ich glaube, ich lasse das mal. Denn ich will jetzt wirklich mal ein bisschen Gas geben. So, hier unten ist noch ein viel größeres Lager. Mensch, das sind ja einige Cap-Lager. Okay, das könnte aber vielleicht irgendwie relevanter sein. Das sieht schon ziemlich groß aus. Gut, weiter nach Südwest, beziehungsweise West-Südwest. Das wäre, ja, gut, wir fahren mal um das Ding drum rum und fahren nicht durch. Das ist vielleicht günstiger. Okay, jetzt sieht es gar nicht mehr so groß aus. Hops. Und da haben wir den nächsten Abwurfpunkt. Automatische Protokolle Drohne kommt. Errichte Aufklärungsposten. Und wir können mal schauen, ob wir jetzt nicht vielleicht die Monolithe aktivieren können. Schließlich haben wir ja auch die Mission dafür jetzt. Abbauzonen wurden ihrem Lovesystem hinzugefügt. Schön, schön. Das werde ich dann auch abseits der Aufnahme mal mit untersuchen, die Abbauzonen. So, wir haben hier drüben noch was Unbekanntes. Das ist aber nicht der Monolith. Der ist nämlich extra angezeigt. Okay, wir haben aber erstmal, so wie ich das sehe, alle Abwurfzonen für Aufklärungsposten soweit abgearbeitet. Kann natürlich sein, dass da im Dunkeln noch einer liegt. Dann müssen wir vielleicht mal jetzt uns noch irgendwie nach Westen vorarbeiten. Ich schaue mir jetzt aber erstmal hier drüben an, was es mit den Monolithen auf sich hat. Ob wir da schon irgendwas aktivieren können. Oh Gott, hier geht's abwärts. Etwas dort könnte für uns von Nutzen sein. Das Ding ist groß. Okay, wir scannen mal. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Die Frage ist, was wollen wir hier scannen? Ein paar Fotos für Sid machen. Ja, das ist absolut unglaublich. Die Eissäulen. Wir nennen sie Geshas Anfeuern. Hände, die nach dem Himmel greifen. Okay. Aus naheliegenden Gründen, glaube ich. Gut, die Frage ist, wo müssen wir jetzt genau hin, um da was zu scannen? Ich meine, wir können ja mal hier drüben schauen. Da dachte ich mir, dass da nichts so wirklich ist. Aber hätte ja sein können. Gut, dann umkurven wir das Ding jetzt ein paar Mal und schauen uns alle Ecken an daran. Oh, wieder ein IROC. Wunderschön. Nicht, dass wir irgendwie auf die Säule drauf müssen. Oh, hier. Ah. Das sieht mir schon vielversprechender aus. Sieh mal an. Sehr gut. Wir haben zwei Glyphen gefunden. Und ich würde sagen, wir verziehen uns dann auch gleich wieder. An dieser Säule war nämlich keine dritte und da müssen wir uns noch mal ein bisschen umsehen, ob wir vielleicht noch eine dritte Glyphe finden hier. Ach, komm schon. Jetzt stell dich nicht so an, du blödes Ding. Haben wir hier vielleicht irgendwo... Oh Gott! Ab in den Spalt mit uns, jawohl. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch so eine... so ein Display mit Glyphen. So, jetzt habe ich das Ding einmal umgurkt. Das eine habe ich gefunden, ja, okay. Aber wir brauchen noch eine dritte Glyphe. Wäre cool, wenn einem das angezeigt werden würde, aber dann wäre es wahrscheinlich auch zu einfach. Okay. Lassen wir die doch einfach mal machen und schauen uns ein bisschen um hier. Okay, so viel dazu. Zack, weg mit dir. Wunderschön. Hat ja gut geklappt, der Plan.
Und ich stehe allein dem Irod gegenüber. Herzlichen Glückwunsch. Huch. Hat funktioniert. Ich war mir da jetzt nicht so sicher, ob das klappt, aber der Sturmangriff kam im richtigen Moment, um durchzutauchen. So, wir können uns mal hier umschauen. Hier drüben, da wollte ich hin, siehst du mal. Okay, ne, hier ist bloß ein Behälter. Ich glaube, hier werden wir nichts finden. Dann müssen wir wahrscheinlich doch eher wieder direkt an die Säule ran. Wo ist die letzte Glyphe zum Scannen? Oder war die am Ende vielleicht doch mit auf dem Sockel und ich war einfach zu blöd, die dritte zu sehen? Das wäre sehr deprimierend, aber... Warte mal, das hier drüben sieht doch auch so aus. Ach, das ist das, wo wir vorhin dran waren. Eins, zwei... Nee, das war's. Da ist tatsächlich keine dritte drauf. Okay. Ich war also nicht so doof, es gibt keine dritte da dran. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, müssen wir drei insgesamt sammeln oder drei von diesen Monolithen? Es kann ja auch sein... Nee, es wäre ja auch blöd. Warte mal, der Monolith wird mir jetzt aber auch im Südwesten angezeigt. Er wird mir da drüben angezeigt. Ich steige übrigens auch deshalb immer wieder in den Nomad ein, weil wir auch auf unsere Lebenserhaltung mitschauen müssen. Und ich da nicht zu viel Risiko gehen will. Nicht, dass wir dann am Ende wieder dahin und es am Ende nur daran scheitert, dass wir, naja, nicht mehr draußen rumhüpfen können. Ich sehe hier auch nichts. Ich sehe hier nichts. Was ist der Scheiß? Sieht irgendjemand hier was, das uns hilfreich sein könnte? Nee, ne? Was krebst denn hier rum? Ach, das ist bloß... Nee, hä? Ist das ein... Nein, das ist kein Relikt, das ist ein Tier. Okay, ich lasse es in Ruhe. Wir müssen uns ja nicht mit jedem hier anlegen. Ach, da oben, vielleicht kommen wir da weiter. Vielleicht gibt es da den letzten, die letzte Glyphe irgendwo. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Das wäre jetzt irgendwie drollig, wenn ich die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht hätte. Hier ist schon mal nichts, aber da drüben ist was. Ach, das sind wieder diese seltsamen Stellen, die nur da sind, wenn man den Scanner anmacht. Okay. Hier auch, ja? Jo. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, was das immer darstellen soll. So, hüpfen wir mal hier drauf. Schauen, ob wir hier drüben vielleicht mehr Glück haben. Nee, das hätte ich auch von der anderen Seite sehen müssen. Ha! Tja, was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht nicht gerade nach ganz unten abgehen? Na danke. Schön, wie er gleich... Oh, super. Super. Das war bestimmt das, was ich wollte. So. Krebsen wir halt den Hügel wieder hoch. In mühevoller kleiner Arbeit. Ja, ja, unbedingt. Wie habe ich das denn geschafft? Okay, wir sehen, Mass Effect Andromeda ist halt auch nicht bugfrei, ne? Da gab es auch, ich glaube, einige Let's Plays oder einige Videos, ich glaube, die haben dann keine Let's Plays davon gemacht, in denen gezielt auf Bugsuche gegangen wurde.
wo man sich dann quasi einen Spaß damit gemacht hat, einfach nur die Bugs ins Lächerliche zu ziehen. So, der Irox nervt schon ein bisschen. Aber ich versuche ihn jetzt einfach mal gediegen zu ignorieren. Ich komme immer wieder zu der gleichen Stelle zurück. Okay, das bringt irgendwie nichts so wirklich hier. Ja, wenn ihr euch drum kümmert, ist das gut. Ich bin zu faul. Irgendwo muss doch hier diese scheiß letzte Glyphe sein, Mensch. Wenn ich die ersten zwei nicht so leicht gefunden hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so fuchsig drauf, das zu finden, das Ding. Aber so? Vielleicht in der Höhle hier? Wo kommt die eigentlich her? Wer hat die Höhle gebaut? Wo bin ich? Und wieso? Oh, eine Reliktkonsole. Sieh mal an. Ah, verdammt. Wir müssen hier hin, aber erst nachdem wir die letzte Glyphe gefunden haben. Okay. Noch mehr Glyphen geben. Ich danke für den Hinweis. Oh, diese dezenten Hinweise wieder. Okay, wir suchen gleich mal dem Scanner nach. Da hoch und wieder runter. Sieht ein bisschen verwirrend aus. Aber wir folgen einfach mal der Spur des Scanners. Ach, siehst du mal hier hinten. Aha. Sollte es gewesen sein. Tatsächlich, die Höhle, ihr Schweinehunde. Da kann man sich ja dumm und dämlich suchen. Gut, aktivieren wir mal das Türmchen. Wie ging denn das jetzt gleich? Okay, entschlüsseln Sie den Reliktcode und nehmen Sie dem Raster Glyphen zuweisen, die keine Zeile, Spalte oder markierte Formen darf. Blablabla. Ach ja, das war ja so eine Art Sudoku. Ich hasse Sudoku. Na dann, wie geht das? Ah, okay. So, wir haben jetzt wie viele verschiedene? Oh, ich sehe einige verschiedene. Fünf Stück, okay. Ja gut, macht auch Sinn, weil das ein 5x5 Feld ist. Ach du Schande, wo fangen wir denn da an am besten? So, wir nehmen mal die Mitte. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal drei in Reihe. Und das vierte ist hier, das heißt... Okay, wir gehen mal durch. Das ist da in der Reihe, das ist da in der Reihe, das ist ebenfalls da, das ist da, dann muss das hier hin, auf jeden Fall. Wenn das hier ist, muss hier unten... Alt, jetzt bin ich drüber. Nee, hä? Was ist das? Nee, das hier muss dann hier hin. Okay. Gehen wir hier weiter. Das ist da, das ist nicht da. Das könnte es bald sein. Wir schauen mal kurz weiter. Das ist da. Das ist da. Es kann aber auch das sein. Ah, shit. Tja, jetzt geht das Ratespiel los. Okay, das können wir noch nicht zweifelsfrei sagen. Vielleicht hier drüben mehr Glück? Das ist da. Das ist nicht da. Das ist da. Das ist da. Und das ist in der Reihe drüber da. Also ist es das zweite auf jeden Fall. Gut. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das ist da, dann ist es die 5. Oh, ich hasse solche mühseligen Spiele. Naja, man hat ja keine Wahl. So, das ist schon da. Das ist noch nicht da. Das ist auch nicht da. Doch, das ist da. Die 4 haben wir aber auch noch nicht. Okay, doch, das haben wir schon. 5 ist da, also ist es das zweite auch hier. So, dann muss hier hinten. Das haben wir. Das haben wir. Das sein. Okay,
Wir kommen vorwärts. Man kann nicht sagen, dass wir keine Fortschritte machen. Es dauert halt nur. Und das kann ich überhaupt nicht daran leiden. Man braucht ewig, bis man irgendwelche Fortschritte macht. Ist da? Ist nicht da? Ist da? Ist da? Ist da? Also wieder mal das zweite. So, dann muss hier das hin. Okay, dann können wir jetzt auch schon mal zwei Senkrechte fertig machen. Gut, das wäre in dem Falle dann dieses hier. Und hier hätten wir nicht das, sondern das. Okay, okay, okay. Es geht voran. Wo machen wir denn jetzt weiter? Vier Felder sind noch offen. So, wir schauen mal. Das ist schon vergeben. Das ist auch schon in der Reihe drunter. Das ist schon. Das vierte könnte es sein. Das fünfte gibt es schon. Okay, also es ist das vierte. Dann gehen wir rüber und da muss es dann das fünfte sein, sozusagen. So, und dann können wir jetzt einfach vervollständigen. Hier wäre das die 1. Und hier haben wir das, wäre es das. Gut. Schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Treffer! Es hat geklappt. Gut gemacht, Ryder. Es ist auch gar nicht mühselig. Nein, nein, nein. Mittlerweile wäre es schon 5-mal erfroren, glaube ich. Gut. Wir haben den ersten Monolithen freigeschaltet. Das heißt, wir haben einen großen Schritt dahin gemacht, diesen Planeten wieder lebensfähig zu machen. Einen richtig großen. Beziehungsweise den ersten Schritt zum großen Schritt. Kriegst du es noch hin? Danke. Meine Güte. Also manchmal weiß ich auch nicht, Ryder, was ich von dir halten soll. Okay. Bevor wir jetzt diesem IROC begegnen, schauen wir mal kurz auf die Karte, ob es hier noch irgendwas für uns gibt. Ja, okay, diesen interessanten Ort, den... Könnt ihr das vielleicht auch wieder rauszoomen? Nein? Geht nicht? Okay, dann gehen wir mal nochmal... Wo ist denn die Karte? In der Mitte. Gehen wir nochmal so drauf. Und zoomen mal nicht ganz so weit. Okay, was haben wir denn jetzt noch an Missionszielen? Wir haben diesen medizinischen Lager, ja gut. Die Cat-Basis auskundschaften, das können wir erst machen, wenn wir irgendwie reinkommen. So, was gibt's denn da? Irgendwas? Blabla. Nils Schwester hilft Ihnen, das Passwort für die Cat-Operationsbasis zu entschlüsseln. Das müssen wir noch irgendwie machen. Wir müssen noch irgendwie das Passwort endgültig entschlüsseln. Da fehlt uns aber noch was für. So, hier drüben gibt's noch einen Monolithen und hier gibt's noch einen Monolithen. Dazu würde ich sagen... Ach, wir sind im Kampf. Scheiße. Aber wir werden dann nach Techix zurückgehen, glaube ich. Und dann uns nach Süden vorwärts bewegen. Wobei, wir können auch von hier aus einfach nach Westen fahren. Ach so, das Problem war, dass wir wieder hoch müssen. Genau. Oh, komm schon. Zack, da gibt es einfach mal eins auf dem Deckel. Hammer Time gibt es auch für IROX. Tut mir leid. Da machen wir keine Ausnahmen. Und ich habe jetzt aber absolut keine Lust, da hochzukriechen. Das dauert mir echt zu lang. Deswegen werden wir jetzt doch einfach nach Techix per Schnellreise gehen. Und von da aus nach Süden fahren. Da können wir auch noch ein bisschen die unbekannte Region auf der Karte dort aufdecken. Das ist doch auch nicht so schlecht. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Danke für die Info, Schlaufuchs. So, rein in die Kiste. Und dann schieben wir uns mal nach Süden. Ach komm schon, so arg, steil ist der Hügel jetzt auch nicht. Eieieiei. Und da wird jetzt auch schon wieder die Rallye-Spur gelegt. Gut, und da sehen wir doch auch schon den nächsten Monolithen vor uns. Gut, okay, ja, aber auf dem Weg dahin scheint es jetzt erstmal nichts weiter zu geben, deswegen fahren wir jetzt direkt... Geringfügiger Lag. Deswegen fahren wir auch direkt dahin, würde ich sagen.